Hallo, willkommen zur Hermitauer Sonde, rein in den. Wir müssen Hermetown töten. Juhu. 20. Um genau zu sein. In Zahlen 20. Und er hat den blauen Flügel, das ist eine Ratloswaffe, und den Kezu-Helm D. Er macht sich nämlich die Kezu-Rüstung, kann sie aber noch nicht komplett machen, bis jetzt konnte er nur den Kopf machen. Ja, ich bin schlecht. Weiter. Ich bin bereit. Los geht's. Eine der meiner Meinung nach nervigsten Quests. Kleine Monster töten, der Ja, kennt es nicht. das sind echt nervige Quests. Noch nerviger ist es, wenn man Bufangus töten muss. Ja, dafür brauche ich eigentlich gar keine Tränke. Ich nehme nur die Rationen mit, und Heißgetränke. Wieso nimmst du eigentlich Farbbilder mit? Ich habe genug. Wieso hast du den KCLMD mitgenommen? Du hättest jetzt einfach Automatik auf Spürer haben können. Ich habe Automatikaufspürer. Aber den Fast. Behinderten. Ja, okay. Den Eingeschränkten. Du siehst ihn da mal mit Tower nur mit einem Punkt, oder? Ich sehe ihn ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, er ist vor mir. Die Zone hier ist Was? riesig. Normalerweise kommen doch immer welche aus dem Sand raus, wenn man neben ihnen steht oder gegen ihn kämpft, oder? Nein, das ist nur beim Bullfang, beim Langgong also. Schade. Naja, wir müssen den ja nicht töten. Mach mal. Doch, klar. Dann ist hier wenigstens ein bisschen Action im Video. Genau hier, Action. Bam! Wo ist der? Im Boden. Ganz wichtig, wenn ihr vor ihm weglaufen könnt, ist er hinter euch. Wenn ihr normal gehen oder laufen könnt, ist er vor euch. So eine Scheiße. Also man merkt schon, man kann sich wirklich durch seine Beine durchrollen. Das ist eigentlich relativ easy dann. Hier. Man sieht's. Obwohl, man sieht es ist Obst im Haus. Welches Obst? Den kennst du doch, oder? Ja, natürlich. Dann nehmen wir einfach die Chicken Nuggets und so geil. Und das vergammelte Obst an der Ecke. Obwohl man sieht es ist Obst im Haus. Ja, Obst. Super. Typisch Schalke-Fan. Ich halte es generell überhaupt nicht vom Fußball. Zählt eigentlich als Hamilton? Leider nicht. Was ist? Nichts. Ich sollte mich jetzt fix heilen. Sag mal, sollten wir nicht einfach die kleinen Viecher töten und wir töten hier gerade den Riesen? Lurch? Ja, ich bin am Sterben. Und drauf! Stier ab! Okay, ich sollte den Scheiß lieber lassen. Ja, er ist Wobei. tot. Ha! Ich bin unsterblich! Juhu! Ich habe sau wenig Leben und er stirbt! Ich kann mir Tränke sparen. Mal wieder wegen dem lernenden Panic Fly. Geh du mal in andere Zonen, Mann. Hier ist eh noch einer. Halt, nee, der ist schon tot. War auch ein bisschen zu groß. Ich hasse diese Quests. Hey! Das ist noch gar nichts. Warte erst mal ab, bis wir die Bufangos töten müssen. Ja, okay, die verstecken sich wenigstens nicht. Ja. Aber dafür können. Obwohl.
Das wäre vielleicht besser. Wieso? Los, fangen wir sind asozial. Ja, das stimmt allerdings. Standardmäßig total hinterhältig und behindert. Ich hoffe nur, dass du auch gerade welche killst. Ich habe gerade einen Gameplay den Kopf eingeschlagen. Kannst Nicht. du bitte nicht gegen Gampreys kämpfen, sondern gegen die Viecher, gegen die wir töten müssen, sonst hocken wir in 10 Stunden noch da. Danke. Keine Angst, ich töte genug Hamilton. Ich meine, ich habe die Quest schon so oft gemacht, ey. Ich hau auf dem Helm Tor drauf, was macht er? Er rennt zu dir. Das gibt's doch nicht. Boah, und auch noch so ganz lang. Jetzt bist du weg, er gräbt sich ein. Toll. Hast du dich schon mal von so kleineren Monstern verarscht gefühlt? Ja, die ganze Zeit. Wieso hast du da in der Zone noch die zwei gekillt? Die zwei hast du schon gekillt, mehr Ich oder habe nur weniger. einen getötet. Ja, ich weiß schon. Den anderen habe ich noch erwischt, weil er nicht schnell genug zu dir gerannt ist. Da ist hier wieder einer. Du musst in Zonen mehrmals reingehen. Da sind Ich die. weiß schon. Das ist das Geheimnis dieser Quest. Und immer schön auf den Boden achten, wo die gerade Leute, so. ihr. Ja, eben immer. Also bei den Heavy Tower Quests immer hier auf den Boden achten. Und. Immer die Zonen. Also in die Zonen nochmal reingehen. Schau hier. Die tauchen immer wieder öfters dann nochmal auf. Wenn ihr irgendwann keine mehr findet, heißt es, sie sind in eine andere Area gezogen, aus Angst vor euch. Ist tatsächlich so. Keine Ahnung, ich glaube, das ist dir gerade einfach nur ausgedacht. Nee. Na dann. Was machst du gerade? Ich gehe in die 9. Zumindest glaube ich, dass es das die 9 ist. Ja, ist die 9. Oh, hier ist Cool. er. Genau. Da hat jetzt keinen Normalerweise Bock ist auf Feline. Melnix, was auch immer. Da, schau, seht ihr, ich bin nochmal in die Zone rein und da ist nochmal. Da sind nochmal zwei drin. Ito, ich bin nochmal in die Zone rein und nochmal sind in der Zone Zwei. zwei Ja, Hermia. bei mir auch. Währenddessen sich der Hermiator sicher fühlt, Zwei in ich Zahlen komme jetzt 12. dran, mache einen Impact und BAM! Nur noch fünf Monster übrig. Jetzt nur noch vier. Genauer gesagt, drei. Das ist ja noch einer. Hey, drei Stück in einer Area. Oh Gott, jetzt sind in der Area schon Käfer los, ey. Hilfe. Und zwei. Ich habe gesagt zwei. Bam. In your face. Und jetzt sind nur noch zwei übrig. Das ist toll. Ja, und bei mir ist hier in der Zone noch, sind hier in der Zone noch zwei. Bei mir ist noch einer. Ne, zwei. Hier irgendwo hat sich einer eingegraben. Ah, hier, ja. In der Zähne finden sich gerade drei Stück. Alter, bei mir sind gerade in der 5 drei Stück. Und zack, Impact. Und das Viech tut ausweichen. Das gibt's ja nicht. Dann muss ich wohl den letzten töten. Nee, muss nicht. Da ist Hab noch noch einer. einen getötet. Ich töte noch einen. Bam, Da ist komm. noch einer, der sich eingegraben hat, den möchte ich auch noch töten. Ja, schon 22 Stück getötet. Komm, wir machen jetzt hier eine kranke Ausrottung dieser Viecher. Jo, Leute, das waren 20 Hermie Tower. Entschuldigung, dass wir gerade so in einem langweiligen Ton gesprochen haben, aber diese Quests sind einfach nur hart nervig. Fly, Panic, fly! Mach. Nee, ich hau dich, ich dreh dich. Nein, lass mich fliegen, lass mich fliegen, schnell. Nö. Panic, fly! Ich bin Panic Fly, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nur Panic. Jetzt bist du Panic Fly again. Und jetzt bin ich Panic Fly. Und jetzt bin ich Panic. Und jetzt bist du gestiefelt.
Ja, wir haben's geschafft. Ich gehe um Panik rum. Bist aber nur ein harter Spast. Nein, Spaß. Die kleinen Sachen könnte man für irgendwas immer gut gebrauchen. Von dem her nehme ich sie mal mit. Sie geben von den Z her eh nicht viel, also. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, so Sachen zu verkaufen. Immer persönlich vorbei behalten. Ja, so. Also für Marcel ist übrigens. So, und wir sehen uns bei den 20 Bulefangos. Ciao. Fuck der Police.